Lisa hat mir betrunken erlaubt, sie irgendwann irgendwo random in der Stadt mit Skihauben zu entführen. Aber wohin? In so einen weißen Van. Unsere Freundin Lisa hat gestern ein, zwei Gläschen zu viel getrunken und einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich darf dich entführen. Ja. Mit Skihauben, Masken, alles. Ja. For real. Ja. Mitten in der Stadt irgendwo. Ja. Also du gibst mir Consent. Ich geb dir Consent. Ich geb dir kaum Sense. Ich meine, das kannst du nicht machen. Die wird traumatisiert sein. Das wird lustig. Und die Leute drumherum? Die werden auch Spaß haben. Die werden die Polizei rufen. Ja, dann wird die Polizei auch Spaß haben. Betrunken. Ja. Du kannst auch betrunken keine Verträge unterschreiben, das weißt du. Sie hat keinen Vertrag unterschrieben. Ja. Okay, fein. Ja. Was ist meine Aufgabe? Du bist die Ablenkung. Oh, nein. Und zwar mit dem Kostüm. Ich zieh das nicht an. Sag mal rar. Nein. Sag mal rar. Was ist denn das hier rar? Hier kommt der Gameplan. Ich brauche auch gar nicht mehr viel dazu sagen, glaube ich, weil es ist schon richtig schön gemacht. Aber ich erkläre es nochmal für die ganz Dummen. Hier ist der weiße Van. Im Van befinden sich die drei Entführer mit Sturmhauben ready to attack. Außerdem ist der Van professionell getarnt, damit Lisa keinen Verdacht schöpft. Valenci wartet als Dinosaurier hier zwischen geparkten Autos. Oh my fucking God. Das ist so dumm. Und du läufst mit dem Dinosaurier einfach auf die andere Seite und verschwindest wieder. Und in dem kurzen Moment der Verwirrung schlagen wir zu. Boah, Valenci, kannst du nicht meine ganze Sicht versperren? Entschuldigung, dass ich deine Sicht versperre. Gott sei Dank war Lisa zufällig an dem Tag spazieren. Kannst du heute mit Lisa spazieren gehen und uns sagen, wo ihr so langlauft? Ja. Und als Valenci und alle anderen Beteiligten in Position waren, ging es auch schon los. Sorry, Lisa. Okay, Valenci, los. Du wurdest offiziell entführt. Yay! Was the fuck? Du hast mir besoffen zugesichert, dass ich das machen darf. Echt? Ja. Ich war so verwirrt, weil da der Dinosaurier gerannt ist. War der von euch? Ja. Nein, der war zufällig. Ja. For real? Ja. Mitten in der Stadt irgendwo. Ja. Ich muss mir Alkoholprobleme in den Griff kriegen. Wir sind gerade am Weg zu Eriks Club-Event. Satans Bratan! Jawohl. Jeden Donnerstag Berlin, schon geil, oder? Jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Wie bist du dazu gekommen, jetzt einen Club aufzumachen? Also mittlerweile bin ich ja schon lange in diesem Business. Also. Ja. Du gehst schon länger feiern. Hier bereitet Erik die Clubnacht vor. Mhm. Ja. Ah. Trinkst du eigentlich selbst so als Veranstalter? Na, also natürlich mit Maß und Ziel. Was ist das Ziel? Die Vernichtung. Die Vernichtung. Hey Mama, this that shit that make you move, Mama. Get on the floor and move your booty, Mama. We the Blastmasters blasting up the jump. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that Timmy, not the city of Sinan. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Wir gehen jetzt nach Hause. Medix, wie fandest du's? Hallo, sei mal ein bisschen dankbar. Ich find's so geil, dass sie genau in den Moment gegangen sind, wo er einfach vier Girls am Start hatte. Er ist richtig mad. Hä? Er ist so mad. Ich schneide jetzt die Szene rein. Oder wir fahren nach Hause und gehen nächste Woche dahin. Ist auch gut. Nein! Wieso willst du noch nicht fahren? Ich verstehe dein Problem jetzt nicht an der Stelle. Warum stiegen wir alle sind weg? Nein! Ich suche euch seit zwei Stunden. Valenci ist einfach ein cooler Typ. Stehst du auf Valenci? Oh mein Gott. Nein. Nein. Diese Frage ist gemein, weil da muss ich was. Sag doch einfach ja oder sag, nein. Ob du auf Valenci stehst oder nicht? Nein. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wie bei Wahlweit oder Pflicht, wenn jemand bei Wahrheit lügt. Okay, mit wem würdest du lieber was haben? Mit Valenci oder mit Leon? Das ist voll behindert. Sogar ich würde lieber was mit Valenci haben als mit mir selbst. Darf ich dich wieder entführen? Ja. Na! Na! Na!